Jo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Nick und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute ist das... Ich hab voll verkackt, aber ja, es ist endlich soweit. Und zwar, die Tots sind am Start, Jungs, ja. Und der ist momentan extinct. Der Zaha ist am Start, Jungs. 98 Tempo, 91 Schuss, 6 Stars Spaß, 97 Dribbling, geisteskrankes Set, unter anderem 5 Sterne Spielzahlbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Sieht heftig aus. Und zu Gast aber Max Malle. Was geht ab, mein Freund? Gumo, Jungs, wunderschönes Gut kick natürlich eine Runde. Ich hab mega Bock, Leute, das Tots geht los. Ich hab hier alles auf blau gemacht. Das Ding da blau. Und wie gesagt, der Zaha ist extinct statt jetzt bei 500k. Wir haben unsere Sniping-Skills rausgepackt und jetzt glüht der Controller, glaube ich, bei uns beiden perfekt. Perfekt, Digga, Jungs. Aber lasst ein Like da für Tots-Hype. Schreibt gerne unter den Kommentaren, was ihr gezogen habt. Unter anderem haben wir natürlich auch bei Max was gecheckt, auf jeden Fall aus. Aber bevor wir starten, gibt es noch eine Werbung, ja? Deswegen muss ich auch was verdienen. Pünktlich zum Community-Tots hat mein Partner Lootboy ein richtig geiles Lootpack für uns. Was überhaupt Lootboy? Lootboy ist komplett kostenlos, erhältlich für Android, iOS, App-Gerät und für PC. Du kannst Lootcoins sammeln und kostenlos Lootpacks öffnen. Es kommen jede Woche neue Comics, Jungs. Es gibt Diamanten-Feature, womit die Premium-Packs für 99 Cent kostenlos geöffnet werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Lootpacks öffnen kann. Einmal mit Echtgeld und einmal mit Diamanten ganz kostenlos. Ich hatte wenig Zeit, Diamanten zu sammeln. Daher kaufe ich mir das Pack heute einmal mit Echtgeld. Jungs, wir haben unser 10er Bundle hier am Start. Wir öffnen das erste Pack gemeinsam und boom! 2000 Lootcoins und Mobile Games haben wir am Start. Boom, Nummer 3. Und ganz zum Schluss kriegen wir 3 PC-Spiele und Lootcoins. Du kannst über das neue Lootboy-Feature Chatreader Freunde zum Gamen finden. Erstelle dein eigenes Profil und lege fest, was für eine Art du Spieler bist. Anschließend werden die Spieler vorgeschlagen, die zu dir passen. Probier den Chatreader mal aus, ist komplett kostenlos. So, nach 10er Bundle Pack gibt es noch ein garantiertes Bonus-Lootpack, Jungs. Ja, da können wir natürlich FIFA Points sehen von 500 FIFA Points bis zu 12.000 FIFA Points. Unter anderem könnt ihr ein signiertes David Beckham Trikot gewinnen. Und heute bin ich am Start und heute möchte ich David Beckhams Trikot haben. Let's go! Und wir kriegen hier 500 Food Points, 200 Loot Coins und ein PC-Spiel. Let's go, Digga. Bei einem 10er Bundle Pack erhält ihr das Black Market Pack. Dort ist ein Cheap Shit drin, den ihr auf dem Black Market gegen Guthaben eurer Wahl eintauschen könnt. So, wir gehen rein und let's go! Wir kriegen 8 Cheat Chips, 5 Diamanten und 200 Loot Coins. Checkt den Link zu Lootboy in der Videobeschreibung aus. Über den Code, was ich hier eingeblendet habe, schenkt euch der Lootboy ein Community Pack mit Diamanten und vieles mehr. Wie ihr den Code einlösen könnt, einfach unter der Einstellung in der App Code einlösen eingeben, nachdem ihr euch das schon eingemeldet habt. Und iOS-User müssen die Webseite nutzen. Dankeschön, Jungs, für eure Unterstützung. Wir machen weiter mit dem Video. Let's go. So, Jungs, also, wir fangen an. Die zwei Namen haben wir aufgeschrieben, mein Freund. Yes, mi Hände, pass auf, gehe ich vorne eine Karte rein, die habe ich extra abgeschlossen, wo ich gehört habe, du willst zum Zahn machen. Kale, SBC, super, der Typ hat eine neue Hero-Karte bekommen, die sieht richtig brutal aus. Und dann gestern, ich weiß nicht, wer das Frankfurt-Spiel gesehen hat von euch Jungs, aber der Typ hat einen Fallrückzieher an die Latte gehauen, dieser Bowen. Da habe ich mir erstmal FIFA angeguckt und der sieht echt gut aus, also deswegen nehme ich den mal. Road to the Final, irgendwas. Bowen. Also, Bowen. Den Ronaldo und Sancho haben wir am Start. Ach, bist du doch, guck dir das mal an. Let's go. Und also, Ui Memo, ich hab ihn. Also Jungs, nochmal Glückwunsch an Frankfurt-Fans, wirklich. Ich versuche mir jetzt noch ein Ticket zu besorgen. Vielleicht bin ich auch am Donnerstag im Stadion. Es kann sein, vielleicht, dass ich noch eins kriege, dann könnte ich das auch verlosen. Wir können gemeinsam mal Fußball schauen. Also, viel gequatscht. Zaha, wie gesagt, geistkranke Stats. Und die Teams sollen auch mal natürlich cool sein, Jungs. Ja, wie zum Beispiel der Eric Cantona Moments ist am Start. Ja. Und auf der rechten Seite, mein Freund, wir müssen auch mal ein paar Tots-Spieler hier mal testen, ne? Ja, Serge Gnabry, man weiß nicht, ob er wechseln wird oder ob er bleiben wird. Na, das Serge, man kennt ihn doch. Ich bin rechts mit Messi gegangen und vorne mit einer Icon. Ey, ich hab sogar Stream gesehen, Jungs, von Seiko, check den Jungen ab auf Twitch. Cantona ist den gezogen lassen. Ich bin mit Drogba gegangen, weil hier Drogba und Dingens, die haben elf mein Küstending. Schade, Mann. Oh mein Gott, ich hab gerade so einen Schock bekommen. So, Jungs, also geil. In der Mitte Cantona, rechts und links Tots-Spieler. Sieht nice aus. Wir machen weiter. Zweite Runde. Wasch. Okay, meine lieben Freunde und Freundinnen. Perfekt. Ich halt mal rein. Dreier Mittelfeld. Schieß los. Ich schieß jetzt los. Okay. Und zwar rechts, Freunde. Ja. Da haben wir den Goretzka am Start. So, und dann in der Mitte. Ah, keine Ahnung, ob der auch beim Menü bleiben wird. Und zwar Paul Pogba. Ich denke, der wird zu Juventus zurückkehren.
Und ja, Tots-Spieler. Wir müssen mal ein paar Tots-Spieler testen, habe ich gesagt, Jungs. Der Fred. Ich raste aus, Mann. Ich wollte sogar mit denen erst gehen. Ich bin mit Sangare gegangen, Gravenberg, Tolisso, Digga. Keine Ahnung, Mann. Perfekt. Starkakt, so vorsichtig. So, mittlerweile, guck mal, 6 Spieler, Jungs, 3 Tots. Also, ich teste fast alle Tots. Ja, ich glaube, ich hätte die Teams auch ein bisschen später bauen müssen. Ich habe mir nämlich schon ein bisschen vorher gekauft. Pass auf, Leute, wir gehen aber erstmal rein mit jemandem in der Mitte. Der ist super, Leute. Philipp Lahm, Top-Spieler, sage ich euch ganz ehrlich. Dann links gehen wir ein mit Mesut Abi, Leute, mit dem deutschen Link. Und rechts geht's rein mit Toni Kloss. Ah. Querpass Toni. KDP Rice. KDP? KDP wahrscheinlich. Genau, Kevin De P. De Paul. Rice und Foden. Genau. Ja. Abfahrt. Let's go. Abfahrt. Let's go, Jungs. Außenverteidiger. Halbfinale. Ja, wie Frankfurt gegen West Ham. 2-1. Auf jeden Fall GG. Und Leipzig hat das Spiel auch gewonnen. Was denkt ihr? Was denkst du? Wird eine deutsche Finale so? Leipzig gegen Frankfurt? Eintracht Frankfurt. Frankfurt. Eintracht. So, ich schalte mal rein, komm. Ja, perfekt. Ich gehe mal links mit jemandem, den habe ich aus Versehen zweimal gekauft. Einmal den ersten und den dritten in Form, glaube ich. Raum ist das. Und rechts wollte ich mit Lukas Vazquez, den hast du aber aufgeschrieben, deswegen muss ich leider mit Carvajal gehen. Ja, gehen, perfekt. Ja, ich habe Daniel Alves geschrieben und an Arnold. Ja, das geht ja und es geht nicht wie meine... Ach, Digga, ich lasse es hier einfach mal hinten ruhen, bevor ich noch einen Kurzschluss, glaube ich, kriege und ich halt mal rein. Easy. Okay, let's go. Also Jungs, auf der rechten Seite haben wir den Nordi. Kennst du den Nordi? Kennst du ihn? Nordi? Ja. Aber? Wahrscheinlich. Okay. Ja, und auf der linken Seite, Jungs. Ja, da haben wir wieder einen Tots-Spieler. Der Mitchell. Ich habe noch nie so viele, ich wusste gar nicht, dass so viele Tots überhaupt rausgekommen sind. Ich sag's dir ehrlich, Tell ist links und rechts Nordi Mukiele. Na, herrlich, Jungs. Da kann ein Bronze-Torhüter gegen, warte, ich muss mal ganz kurz überlegen. Gegen Saha, kann das sein? Gegen Saha Tots, Jungs. Okay, let's go. Hier wird's ja ganz ingame, glaube ich. Ich freue mich jetzt schon drauf. Let's go. Geil, Mann. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay, meine Freunde. Das Grande Finale steht an, ich halt rein und ich bin sehr gespannt, was du genommen hast. Wer die Franzosen? Wie? Wer wusste, dass ich Franzosen habe? Ja, so nicht mit dir. Okay, okay. Also, ich habe auf jeden Fall, ich kann dir mal einen Tipp geben. Ich habe wieder 2 Tots am Start, ne? 2 Stück wieder, wahrscheinlich. Ja, genau. Todibo, einmal. Dann haben wir im Tor Loris, er hat auch eine Tots-Karte bekommen. Und Varane. Varane. Ha, na, da bist du doch, Jungs. Varane raus damit, Upamecano und Hugo Lloris. Also, du hast, glaube ich, mehr Tots im Team, als überhaupt rausgekommen sind, ne? Ich meine es ehrlich ernst. Du hast noch Loris? Loris und Varane. Jungs, das wird ein sehr, sehr knackiges Spiel. Ich wollte erst Diop aufschreiben, aber habe ich mir so gedacht, gehe ich heute mit Obvious Cut und dieser Kales. Leute, der hat da vorne Stats. Warte mal, da gebe ich noch gleich nochmal Hunter drauf, würde ich sagen. Und dann, oder Sniper. Easy. Das macht Bock, Jungs. Ich glaube, ja. Also einer ist gebrochen, Jungs. Und weißt du, ja. Bin auf jeden Fall gebrochen, Jungs. Aber egal, wir haben noch eine Chance. Ja. Das Team sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus bei mir. Ich schalte rein. Genau, ja, machen wir das mal so. Pass auf, ich gehe da hinten mit den übelsten Kanten. Also wirklich, da will ich die Straßenseite abends wechseln. Rechts, es wird Boyata von Hahohe. Hertha BSC. Der sieht so böse aus, diese Karte. Hilfe dann hinten im Tor. Jemanden vom VfL, wenn die EA-Server jetzt endlich mal laden sollten. Genau, Castets Inform, super Karte. Und links mit jemandem vom Bayer 04 Leverkusen, Tabsoba, Road to the Europa League Final. Auch gute Stats, sage ich ehrlich. Bin kurz eingeschlafen, weil ich nichts hatte. Ja, Rüdiger Kloster vom Trapp. Oh mein Gott, ich würde wie Türk erst mit Rüdiger gehen. Perfekt. Jungs, ich würde mal sagen, Ripsiko. Einmal in den Chat, ja. Was ist das denn hier? Rechtsverteidiger Bronze in der Innenverteidigung. Ach komm, ich starte dich mal hier. Let's go, Digga. Let's go. Cantona? Oi! Cantona? Kurz. Ah! Komm, du!
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist schön, Leute. Das ist Fußball, meine Damen und Herren. Da bist du doch, Toni. Das ist Fußball. Das ist Fußball. Kein Abseits. Cantona. In die Mitte. Was? Fred. Ey, das war die beste Parade, die ich je gesehen habe, ne? Digga, jetzt lauf. Danke. Nein. Alles, das Ding müssen wir machen, zahlen, Tempo. Also Zah ist krass schnell, ne? Also Pace von dem ist okay, kann man. Ja. Nein. Da bist du doch, Jungs. Da bist du doch, Zah ist geistkrank. Also die ganzen Totzkarten, die fühlen sich wirklich nur alle wie 99 Pace, aber Dribbling gefühlt nur irgendwie, keine Ahnung. Nein. Und das ist der Keeper, Jungs. Und das ist der Keeper. Und dann machen wir den hier und dann machen wir den hier und dann. Digga, was? Warte mal ganz kurz. Hallo? Gott, Digga. Oh mein Gott. Komm. Oh. Ah, trotzdem 3-0. Krank. Also meine Mannschaft hat echt gut spielen lassen, muss ich mal so sagen. Let's go. GG's. GG's, 3 Discards, Jungs. Scheiße. Let's go, Digga. Du bist ready, okay. Dann schießen. Warte, einen Move mache ich noch schnell. Yeah. Okay. Dann schießen wir mal los. Okay, warte mal, einen Move machst du noch schnell. Das heißt eigentlich. Das ist immer so ein Verwirrungsding, Jungs. Also ich glaube fast, du hast nicht umgestellt, sage ich. Okay, pass auf, ich nehme mal den Stürmer zuallererst. Da stand nämlich, glaube ich, Cantona. Da habe ich noch 2. Nehme ich mal den Torwart noch. Ist auch mal so eine beliebte Position. Und einen, warte mal, Abwehr. Nee, habe ich. Angriff habe ich auch. Wir nehmen einen ZM. 1 bis 3, Jungs. Nennt mir mal eine Zahl. 1, 2, 3. Ich nehme den rechten ZM noch. Das war nicht so gut. Also Stürmer Goretzka. Und zwar seine Toti-Nomine-Karte. Das ist auch krass, glaube ich, oder so. Mhm. Dann Mitchell, Potz. Und Erik Cantona. Hohoho, Jungs. Ey, Cantona. Und der war im Tor, Digga. Oh mein Gott. Also das Ding ist, Leute, das tut mir auch ein bisschen leid, wisst ihr warum? Weil, wie viele Swaps musstest du dafür erspielen? 8 Stück, Digga. Ich hab 6 Stunden oder so. Oh Gott. Dann machen wir mal kurz den SPC, Jungs, aber... Scheiße. So Jungs, also, wir geben den Erik Cantona hier ab, Goretzka und Mitchell. Boah, Digga, das ist geisteskrank, ich werde es erst jetzt. Mhm, das knallt gut rein, gerade zum Totz, ja. Ah, Jungs, also, Totz hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut angefangen für mich. Daumen da, lass uns, keine Ahnung, die 1000, 2000 Likes hier knacken. Und checkt nochmal Lootboy aus und checkt auf jeden Fall Max Videos. Ansonsten, Dankeschön für alles. Was die letzten Worte, Bro? Ja, ich glaube, alles gesagt, Support in Seco unten runter. Wir machen wahrscheinlich viel zum Trotz die Stars, Jungs, Twitch. Wir hören uns, wir sehen uns und ciao.